Dieser Stinklurch, der kann was erleben. Was gafft ihr denn so? Nun, ihr schreit die halbe Straße zusammen, gute Frau. Und dazu habe ich guten Grund. Seht mal, wie diese Hausfassade aussieht. Zum Davonlaufen. Und er verspricht seit einem Mond, sie zu richten, dieser Prahlhans. Euer Mann? Nein, die stinkende Pestplage, die mich wie eine Sklavin hält und meinen Schmuck versäuft. Dieser Nichtsnutz. Und immer wenn ich ihn brauche, hat er wieder ach so wichtigen Wachdienst. Puh. Wo hält er denn Wache? Am südlichen Basartor in der Mitte der Stadt. Er hat jetzt schon seit 2 Tagen Dienst. Alles Lüge. Wahrscheinlich säuft er wieder nur Wein und würfelt. Soll ich ihm liebe Grüße von euch ausrichten? Liebe Grüße? Lieber schlucke ich eine Sandnatter. Bringt ihm diese Nachricht. Sagt ihm, er soll endlich seinen Wanst hierher schleppen und die Fassade in Ordnung bringen. Wir erwarten Besuch. Wachdienst hin oder her. Ja. Das können wir ja gleich schon mal machen. Dann haben wir da schon mal das Basartor offen. Wobei ich eher nochmal Branntwein kaufen wollte. Also ja, das mit Usakan betrunken ist was Neues. Aber irgendwie können wir die Quest nicht richtig triggern. Mit den beiden Wachen. Weil normalerweise müsste kommen, dass wir durch Dino durchkommen, wenn wir uns durchprügeln. Ach nee, das steht hier drin. Also nochmal Branntwein. Also da kaufen wir es dann, wenn wir sie brauchen. Hat Chasemus vielleicht noch was zu sagen gehabt? Sie ist, glaube ich, die mit der Schädelmünze gewesen. Ah, Freund. Doch ein wenig Pflege gefällig? Nö. Ja. Also ja, wir haben jetzt nach Empyria. Gladiatorentraining haben wir übrigens noch gar nichts. Palast von Empyria. Finde deinen Weg in den Basar, der mir die Torwachen ablenkt oder besiegt. Ihr müsst einen Weg durch die Tore finden, die den Basar abriegeln, denn die Wächter werden euch nicht durchlassen. Lenkt sie entweder mit Tricks ab oder provoziert sie zum Kampf. Kein Durchgang. Ich habe eine Nachricht von eurer Frau. Es geht da wohl um eine Fassade. Oje, oje. Sie wird mich umbringen. Aber ich kann nicht nach Hause. Unmöglich. Wegen eurer Wache? Ja. Nein. Eher, weil ich ihre Hochzeitsfibel verloren habe. Ich sollte sie zum Goldschmied bringen. Ich habe sie meinem Kameraden gezeigt und da ist sie mir entglitten. Sie rollte hier den Abhang hinunter zum See. Noch bevor ich etwas machen konnte, hatte sich einer der Kriecher das Glitzerding geschnappt und ist damit in seine Höhle geflüchtet. Diese Fibel ist euch also hier rechts den Abhang hinuntergefallen? Ja, ich hätte sie ja schon selbst geholt. Aber die Kriecher da drin fressen einen mit Haut und Haaren. Aber ohne die Fibel bringt mich meine Frau um. Ich bin verloren, ich kann nie wieder heimkehren. Das werden wir noch sehen. Ja. Also ja, Queste. Durch das Tor in den Basar, durch das Westtor in den Basar. Um vom Westen her in den Basar zu kommen, musst du zuerst den Tempelbezirk durchqueren. Sucht jemand, der die Wache am Tempeltor ablenken kann. Der Wachmann am Tempeltor scheint leicht reißbar zu sein. Vielleicht kann einer eurer Freunde ihn einen Weg ablenken. Dann könnt ihr in Ruhe das Tor aufbrechen. Durch das Südtor in den Basar. Das Südtor ist der kürzeste Weg in den Basar. Es führt direkt von der Unterstadt aus dorthin. Bringt Wachmann Endo am Südtor des Basars die Nachricht von seiner Frau. Yila, die Frau von Wachmann Endo, will, dass er endlich nach Hause kommt, um die Fassade zu reparieren. Bringt ihre Nachricht zu ihm ans Südtor des Basars. Durch das Osttor in den Basar. Um den Basar von Osten her zu erreichen, müsst ihr durch das Zirkusviertel. Die Wachen beim Zirkusviertel scheinen nur die Sprache des Schwertes zu verstehen. Oh, da bist du ja wieder. Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja, hört mal! Ich habe euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Seht her, eine der legendären Kappen der geistigen Unversehrtheit.
Diese Kappe bietet hervorragenden Schutz. Ihr seid kein richtiger Magier, wenn ihr keine habt. Ich sehe, ihr seid in... Nein, danke. Ein spezielles Angebot nur für euch. Nee, ich habe ja schon so eine Kappe. Ich will nicht noch eine. Ich möchte die Zerbietenträne, die du hast. Vorsicht! So, jetzt erstmal die Kriecher hier. Verteidigt euch! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Vorsicht! Der Laura läuft weg. Achtung. Einfach in die Stadt hoch und will da alle fressen, oder was? Jetzt eh lustig, was hält die Laura davon ab, aus der Grube hier hochzulaufen und die Leute zu fressen? Zeit zu sterben! Kämpft! So, jetzt noch der Schlammwühler hier. Vorsicht! Ach, hauen wir mal den Schlachtruf raus. Dann fällt Zeit er auch schneller. Zu sterben. Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Achtung! Ich hoffe, ich kriege den Tod, bevor die anderen beiden respawnen. Zeit zu sterben! Kämpft! Du bist eine lästige Nervensäge. Stirb endlich! Verteidigt euch! So, das ist die Hochzeitsfibel. Und da respawnt der erste Laura. Ihr habt gute... Zumindest... Ja. Ihr seid ein... Und leer ist die... Was gibt es sonst? Ihr wart aus. Dann treffen wir uns... Das ist nicht... Ich hatte... Sie wissen. Okay. Ich dachte, Usakan könnte uns vielleicht helfen. Ah, ne, so tun wir nur das Gladiatorentraining aktualisieren. Es gibt. Ach was, wenn wir schon hier sind, hauen wir die beiden mal um. Hey da, Geselle! Was glaubst du? Lasst mich. Holla, hast du das gehört, Khaled? Hör mal, Dreckspatz! Was glaubst du, mit wem du hier redest? Mit stinkendem Abschaum, dessen Mutter sich mit Hunden paart. Du! Los, Khaled, die Ratte kaufen wir uns. Vorsicht! Die beiden sind zum Glück nicht so gut wie der Kriecher. Zeit zu sterben! Und ja, die benutzen zwei Handspeere und können gleichzeitig Schilde tragen. Die Schummler. Verteidigt euch!
Merke ich gerade so. Vorsicht! Kämpft! Zurück mit euch! Zurück mit euch! Na, der will abhauen. So, den Dietrich verwenden, das Tor öffnet sich, yay. Das heißt, wir können jetzt mit Usakan trainieren. Wenn wir das wollten. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Ihr seht kräftig genug aus. Tak und Kalet sind fort. Also gut. Trefft mich in der Arena. Dann könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Jo. Dann geben wir ihm hier jetzt seinen... seine Fibel. Sie bringt mich um. Sie bringt mich um. Habt ihr die Fibel? Ist das die Fibel? Das ist sie. Ich bin gerettet. Dann auf nach Hause. Aber das Tor. Ach was, es ist ja verschlossen. So ein feiner Mensch wie ihr bricht doch keine Tore auf. Danke nochmals. Ihr seid wirklich ein Lebensretter. Ja, vor allem hier sind hier links und rechts zwei Wachen. Zwei Stadtwachen eigentlich. Ja, den Dietrich verwenden. Das Tor öffnet sich. Und ja, da oben muss ich hin. Eigentlich hoffe ich, dass Nandini mich bald nochmal anspricht. Und mir bald mal die Zerbietenträne gibt. Ja, Ring der Naretei muss ich dann verkaufen und die Kappe. So, Imperia-Banditen. Kämpft! Achtung! Verteidigt euch! So, die sind auch beide... Achtung! Alle drei gleich hinüber. So, Prigor, hi. Halt! Nicht! Cerbos, Gnade! Wer seid ihr denn? Der Schlechter von Konach? Das Monster von Drachlur? Nur ein Runenkrieger auf der Suche nach euch. Nach mir?
Hauptmann Ishtar möchte euch zu einigen Traumstaublagern befragen, Brigor. Hier, ihr täuscht euch. Ich bin nicht Brigor. Brigor war der da drüben, den ihr erschlagen habt. Da, er, der in seinem Blut liegt. Ich bin Borgar. Netter Versuch. Kommt, lassen wir Ishtar nicht warten. Halt. Ich mache euch ein Angebot. Ihr lasst mich laufen und ich sage euch, wie ihr die Bank von Empyria ausrauben könnt. Na, was sagt ihr?